Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Monatsrückblick auf den Monat August von Finance TV. Wissen Sie, was das Problem in einem Land wie dem unseren ist, in dem die Korruption einen so schlechten Ruf hat? Manche Parteien müssen ihr Unternehmergehen entdecken, um sich finanziell über Wasser zu halten, zum Beispiel die AfD. Die AfD ist in den Goldhandel eingestiegen und verkauft vergoldete alte D-Mark-Münzen, die AfD-Mark. Und kein Witz, die Partei hat auch einen Online-Vertrieb von Glühbirnen gestartet und damit schon 30.000 Euro Gewinn gemacht. Finance TV hat mal wieder knallhart recherchiert und herausgefunden, welche Produkte in Kürze im Nostalgie-Shop der AfD zu kaufen sein werden. Produkt Nummer 1, die Märklin-Eisenbahn Bern 1954, ausgeliefert in der AfD-Sonderausstattung mit Marschmusik aus der Nachkriegszeit und mit der perfekten Ergänzung für die Deutschlandfahne an der Wand des heimischen Hobbykellers. Ein Riesenposter mit Wirtschaftswunderparolen. Zweites Produkt, der AfD-Wackeldackel, extra angepasst für die Hutablage in C-Klasse Mercedes aus den frühen 90er Jahren und rhythmusoptimiert für Tempo 80 auf der Autobahn. Und das absolute Premium-Produkt to come im BRD-Shop der AfD, die 10er DVD-Box, die besten VfL-Vorlesungen von Professor Bernd Luck in Hamburg, bereichern Sie jede Stammtischdiskussion mit Ihrem Fachwissen, warum Keynes ein Blinder war, was uns die Nürnberger Gesetze über das Wirtschaftspotenzial von Südeuropa verraten und last but not least, wieso Währungsunionen immer Mist sind. Mit der AfD-Box haben Sie auf alles eine Antwort. Die Stellenanzeige des Monats, die Bundesbank sucht eine Putzfrau, aber mit besonderen Referenzen. Die perfekte Kandidatin muss nicht nur putzen können, sondern auch noch den Rettungsschwimmerschein haben. Warum sucht die Bundesbank eine Rettungsschwimmerin? Haben die Bundesbanker ihren Goldschatz eingeschmolzen? Stichelt Jens Weidmann mal wieder gegen die von Mario Draghi losgetretene Geldschwemme? Nein, tatsächlich geht es darum, ab und zu mal auf eine Zigarettenlänge die Bademeister im Schwimmbad der Bundesbank abzulösen. Viel Spaß, liebe Bundesbank, beim Dialog mit den Stellenvermittlern beim Arbeitsamt. Spieglein, Spieglein an der Wand, in welcher Bank arbeiten die heißesten Typen im ganzen Land? Der US-Sender CNBC hat ausgewertet, Mitarbeiter welcher Bank in der Hinge-App die besten Noten bekommen haben. Die heißesten Boys arbeiten demnach bei Goldman Sachs. Der schönste Goldman-Banker von allen ist dieser hier. Am unteren Ende des Rankings steht die Citigroup. Dort stellt man offenbar noch nach Kompetenz ein. Wir fragen uns, in welchen deutschen Banken die attraktivsten Boys und Girls arbeiten. Schreiben Sie uns hier eine kleine Auswahl. Währungsreform in Nordkorea. Jungdiktator Kim Jong-un hat das Antlitz seines Opas, des Staatsgründers Kim Il-sung, von den 5000 Won-Banknoten entfernen lassen. Dieser Schritt ist ohne Beispiel in der Weltgeschichte, außer in Deutschland der 90er Jahre, als Helmut Kohl, der Schuft, Friedrich Gauss, Clara Schumann und die Gebrüder Grimm von unseren Geldscheinen hat entfernen lassen. Tipp für Nostalgiker? Mal bei der AfD nachfragen, ob die Schumann noch auf Lager haben. Die Zahl des Monats 38.000 Euro. So viel sollen die Weine des verurteilten Gierbankers Gerhard Kripkowski wert sein, die der Staat jetzt meistbietend versteigern will. Das klingt jetzt nach einer typischen dekadenten Bankergeschichte, aber der Wert des Weinkellers entspricht ja nur rund einem Tausendstel des Vermögens, das Gerhard Kripkowski sich ja angeblich durch seinen dubiosen Kickback-Deal mit Bernie Ecclestone zusammengerafft hat. Da erreicht so mancher Lehrer höhere Vermögensanteile. Unser Gewinner des Monats, das ist der frühere Goldman-Banker und Regierungsberater Neil Kashkari, der als Republikaner bei einer Wahl in einer Hochburg der Demokraten in Kalifornien kandidiert. Um seine Kampagne in Schwung zu bringen, verbrachte der Banker eine ganze Woche lang als Obdachloser in den Straßen von Fresno, ganz authentisch 24 Stunden am Tag begleitet von einer Kameracrew. One hell of a deal, wie sie bei Goldman sagen. Nach der einen Woche auf der Straße war Kashkaris Wahlkampfkasse dreimal so gut gefüllt wie zuvor. Nicht schlecht für eine Woche Arbeit, beziehungsweise Nicht-Arbeit. Unser Verlierer des Monats ist ein unbekannter Londoner Top-Fondsmanager von BlackRock. Der strich Millionen-Boni ein, besitzt zwei Anwesen und diverse Sportarten und wurde jetzt gefeuert, weil er jahrelang schwarz gefahren ist, um sich die U-Bahn-Ticket zu sparen. Womit mal wieder bewiesen wäre, dumm tradet gut.
Unser Bild des Monats, das muss zweifellos der sich an einer Regenrinne aus dem Gerichtssaal hangelnde Thomas Middelhoff sein. Leider liegen von diesem Stunt keine Bilder vor, aber Middelhoff hat ja nicht versäumt, uns allen zu berichten, wie das ausgesehen hat. Katzengleich, wie der Erfolgsmanager uns verraten hat. Und Middelhoff hat so viel drauf, dass er die Regenrinnennummer eigentlich für Kindergeburtstag hält. Darum hier kommen weltexklusiv die Fluchtwege, die der Topathlet Middelhoff auf der Flucht vor seinen Fans und Gläubigern schon ins Auge gefasst hat. Bis Montag. Macht's gut.